Was ist Rennen also? Natürlich wieder bei Kanada. Jupp, und mein Computer ist kaputt. Oh oh. Ich kann wieder viel versprechen. Wer hätte denn da vorne auf Ultrasoft? Gute Frage. Nee. Und in die Box. Schiffrennen. Hat müssen, aha. Ah. Ich dachte, ich hätte das geändert. Oh nein. Hat er den nicht repariert? Doch. Aber jetzt habe ich Ultrasoft drauf. So. Ah. Okay, die bleiben mir, aber ich muss noch einmal stoppen. Okay. Ich dachte, die wollen jetzt vielleicht darauf das Rennen zu Ende fahren. Der fährt mir davon wieder mal ein bisschen. Einen guten Tag zu haben. Ja, der hat zweimal bessere Reifen. Na gut, das auch. Magnus, Ferrari hinter dem. Ach, Scheiße. Dom Renault. Magnussens Vater ist auch noch von Reims gefahren. Von Flügel kaputt? Auch, ja. Eieiei, das war knapp, ey. Oh, ey, ich war neben dem und der kickt mich einfach raus, ey, aus der Kurve. Dann bin ich durch so ein DRS-Styropor-Ding gefahren und dann gegen die Mauer. Und den Reifen auch angetitscht. Ich bin gerade erstmal fast in die World of Champions reingefahren. Da gehörst du ja auch hin. Also der Vater von Magnussen ist damals, als er Formel 1 gefahren ist, dadurch negativ aufgefallen, dass er die ganze Zeit geraucht hat. Achso, auch während des Rennens? Nein, das nicht. Schade. Aber anscheinend auch vor den Fans und so, was den Leuten damals schon nicht gefallen hat anscheinend. Gott. Ja. Lächerlich. Und in den 70ern haben die nur geraucht. Ja. Negativ aufgefallen, wenn die nicht geraucht haben. Magnus fällt mir auf, weil der komplett scheiße ist. Mein Team brüllt mich an. Okay, geh sanfter mit dem Wagen rum. Dein Hintermann holt 5 Zehntel pro Runde auf dich auf. Oh, mein Hintermann holt auch auf. Kann ja nicht sein. Gerade eine schnellste Runde gefahren. Ach, das ist die schnellste gefahren. Ach so. Ich würde selber eine schnellste Runde fahren. Was kein anderer für mich macht. Wissen.
Gut, dass wir nicht so richtig strenge Corner-Cutting-Regeln drin haben. Ja. Wird, glaube ich, so viele stören. Ich bin jetzt noch nicht hier so halb zu immer. Oh, Mavis, schnellste Runde. Ich bin gerade aus der Haarnadel raus. Ging hinter Magnussen fest. Der immer wieder wegfährt. Ich komme nicht ins DRS-Fenster. Und gelbe Flaggen vor mir. Das vielleicht. Da steht so nah wie Männer. Ach, die beiden Männer sind sich ins Auto gefahren. Schön. Come on! Ist dieser Abstand? Oh, jetzt auch. Der ist vom Feind. Der ist aber trotzdem weit weg. Das geht doch! Komm! Boah, das war knapp, fast hat er mich wieder weggekickt. Was? Keine schnellste Runde? Zwei DRS-Zonen. Mit Windschatten. Unfair. Eben ziemlich Probleme mit meiner Boxenkugel immer. Nichts konnte ich ihm sagen. Und irgendwie hat er manchmal die Lenkung ausgesetzt, wenn die sich gemeldet haben. Das war sehr seltsam. Geil. Ich immer nach den, in den ungünstigsten Stellen nach dieser Alternative. Zweiradbonus! Okay, wenn du so weiter fährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Karne da sehr krank genommen. Wie vor Start und Ziel. Jaja, die erste Kurve, da bin ich. Stand wirklich. 30 Grad Winkel. Der Frontspoiler hat sehr krass gewackelt, der kaputte. Nein! Alle Positionen weg. Endlich wieder. Ich hatte 4 Leute oder so in einem Anpassmanöver überholen wollen. Das hat nicht ganz funktioniert. Ah. Dir. Oh, Palma ist hinter mir, das ist gefährlich. Schnell weg. Der hat ultrasoft Reifen. Müsste doch jetzt reingehen, oder nicht? Oder nicht? Bloß wegbleiben. Palma! Muss es dann doch gleich eigentlich auf Soft, also auf Super Soft weiterfahren können, oder? Ich glaube, ich krieg nochmal Ultra. Ja, das.
Also pass auf, würde ja nicht mehr gesungen auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich eh, dass ich mich auf Supersoft losgefahren bin auch. Ass, Otters? Fällt ihm ein? Ich glaube, der guckt irgendwo am Ende des Fenstern. Scheint ihm da ganz gut zu gefallen. Ich fahre mal nur mit Leertaste. Rechte Hand weg von der Steuerung. Licht an. So. Was? Das Licht anmachen, das hätte auch schief gehen können. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Wir ziehen dir die Ultraweichen drauf. Sagen wir meine Reifen überhaupt. Was? Die Reifen sind bei 26%. Was? Bei den neuen oder alten? Ja, alt! Achso, krass. Meine waren schon bei 41 wieder. Was ist das? Seltsam. Yes, wir haben unsere Strategie durch, wie toll. Platz 22, weil die Idioten irgendwo mit Windflügelschaden den nochmal gewechselt haben. Ich dachte, ich hätte das ausgestellt, aber dann doch nicht. Ich hab's angeblich ausgestellt auch schon. Soll meinen Frontflügel bloß kaputt lassen. Wäre noch ganz gut. Muss gleich auf der Garde nochmal ausstellen. Für den nächsten Rennen. Jetzt habe ich keinen vor mir, keinen hinter mir. Ist ja auch ganz schön. Ja. So, als 22. Ich weiß gar nicht, ob alle möglichen Leute noch da vorne zur Boxen müssen. Habe ich dann ja sogar eine Chance noch. Bestimmt ist da noch einer zur Box. Das Boxenstoppfenster hat sich geöffnet. Das Boxenstoppfenster ist jetzt offen für dich.
Damit haben wir unsere Strategie durch. Du musst es jetzt auf diesen Reifen bis ins Ziel schaffen. Boah, eventuell leichter Regen von den 15 Minuten. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann miterleben. Sehr schön. Richtiger Platzregen. Ich habe vor einer Runde noch Regenreifen aufziehen müssen. Ich glaube, ich würde mit dem Soft weiterfahren, mit dem Soft. In 15 Minuten setzt leichter Regen ein. 15 Minuten bis leichter Regen einsetzt. Ah ja, 15 Minuten. Schön! So, das waren die Boxenstops und ich bin immer noch letzter. Wie bist du eigentlich? Erster. Oho! Dann rahmen wir das Feld ja ganz gut ein. Ja, das ist mir fast schief gegangen. Ich hätte mich fast undergecuttet. Zum Glück mit Vorsprung. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 4,1 Sekunden.
Oh, was hat Magnussen überholt? Ich bin ja noch safe, Dicker. Beim wichtigen Platz um, Kampf um Platz 21 oder 20 hat Verstappen mich in der letzten Kurve vor Startziel schön hinten gegen den Reifen gefahren. Ich bin in die Wand gedonnert. Ach. Mhm. Muss doch der Safety Car kommen. Eigentlich wundert mich, dass es nicht kommt. Weil theoretisch gesehen stehe ich da, wo man noch die Erste sieht. Ich hoffe, Verstappen hat wenigstens auch einen Schaden. Er fährt fröhlich auf Platz 21. Fröhlich. Eieiei. Ganz hinten, im Platz, Kampf um Platz 15, da geht's richtig ab. Ja. Fahren sie zu 5 und Unfall! Oh, der hat sich aber. Was? Jetzt dem Wehrlein volle Kanne, ich glaube, wahrscheinlich war es. Das war wieder der Ricardo, glaube ich, diesmal. Er ist mit voller Kanne eben reingekommen. Eieiei. Das hat mich so krass weggedreht, also 5-mal gedreht oder so. Aber keine Meldung, scheint alles gut zu sein. Ja. Wichtiger Platz 16, darum geht es gerade. Ja. Das sah aber von vornherein so aus, als könnte es nicht gut gehen. Finally. Ein Scheißrennen. Vielleicht fährst du heute nicht das. Schön im Glück.